Der Meisterbetrieb Kubena in Lassé feierte sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Bereits in der dritten Generation werden hier Kachelöfen und Fliesen hergestellt. Andi Marek, Stadionsprecher von Rapid und Freund der Familie, moderierte die Veranstaltung, die von vielen Prominenten und zahlreichen Vertretern aus der Politik besucht wurde. Wir reden heute immer von erneuerbaren Energieträgern, CO2-neutralem Heizen und energieeffizienten Heizen. Das haben die vor 30 Jahren begonnen, wovon wir jetzt reden. Das funktioniert mit den Kachelöfen perfekt. Sie waren hier Vorreiter und sind es immer noch und erzeugen hervorragende Qualität in diesem Bereich. Eine Familie mit Handschlagqualität, wo man gern herkommt, und wir sind eben noch richtige Freunde. 1962 gründete Franz Kubena Senior den Betrieb. So in die Anfang 80er Jahren ist der Kachelofen so richtig populär geworden und die Leute haben ihn geliebt, genossen, die wohlige Wärme, die Strahlungswärme, das wohlige Zuhause, wenn ich nach Hause komme, die wohlige Wärme. Und da habe ich gesagt, das muss ich unbedingt machen, ohne dass mein Vater mich gezwungen hat. Und der Fleiß hat sich ausgezahlt. Der Geschäftsführer des Hafenverbandes und der Bundesinnungsminister übergaben stolz das österreichische Umweltzeichen. Sonja Zwartl von der WKO Niederösterreich überreicht eine weitere Urkunde. Auch der erste Lehrling und der längste Mitarbeiter wurden für ihr Schaffen ausgezeichnet. Dann überraschte Toni Rei, selbst stolzer Besitzer eines Kubena-Ofens, oh, mit da ist es einem gemütlich und warm, gesunde Wärme. So, und jetzt gehen wir auf die Party und da hat's mir jetzt ordentlich ein. Kommt mit! Gary Howard überbrachte gesanglich seine Glückwünsche. Auch Jazz-Gitti heizte dem Publikum kräftig ein. Das gelungene Fest nahm ein fulminantes Ende, denn Toni Rei erhellte zu guter Letzt auch noch den Nachthimmel. Auf die nächsten 50 Jahre!